Ich denke mal, das Delirium abholen ist das Wichtige auf den beiden. Also hoch, 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 hoch. Achso, das sollte ich mal. Und mal so, das, ne? Weil Gatling-Munition geht sehr schnell weg. Die Suki. Yeah. Hier wurden die Blueprints wieder nur zur Hälfte gelegt, weil die Roboter alle zu lange brauchen, die Munition rauszuholen. Das ist bei der Gatling-Munition echt doof. Aber ich kann das trotzdem schon einmal hier rüber klatschen, richtig? So. Cool. Dich nehme ich mal so von. Mist. So von der Hand weg und baue dabei aus den anderen Turm ab. Okay, go. Steinding ist fast kaputt, ist okay. Das Kupferding wird nicht so wirklich häufig angegriffen. Was komisch ist, aber okay. Das da. Das da ist jetzt das Wichtige. Und komischerweise ist da weder ein roter Punkt noch ein grüner Punkt. Also bist du fertig? Nee, ich habe da noch 12 gerade gesehen. Zack. Zip, zip. Ah, Mist. Da ich keine Akkus gebaut habe, hat das Ding natürlich auch nachts nicht gearbeitet. Wie viel hast du noch? 10. Ich repariere mal hier die Mauerstücke und den anderen Kram, damit ich, wenn ich ihn gleich abbaue, das besser im Inventar steckt. Und das hier kann schon mal weg. Weil, wenn die Basis jetzt angegriffen werden sollte, bin ich ja vor Ort und kann gleich Flammenwerfer gegenhalten. Dann passt das. So, das Holz kann ja schön liegen bleiben, das brauche ich nicht. Ah, 6. Ich sollte also immer von außen auf die Felder raufgehen, denn sie wird mir zuerst angezeigt, wie viel in den Feldern noch drin ist und erst dann das Gebäude. Das kann jetzt allerdings. Nein, das wird Nacht! Jetzt noch schnell Akkus bauen? Die werden nicht voll werden. Nee. Ist einfach nur leer. Das heißt, ich habe jetzt gleich ein Feld mit 4 Illyrium noch drin, deswegen müsst ihr die Nacht warten. Ist doch doof. Komm, go, 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 das schaffst du. 4, 4, 2. Einmal noch, einmal noch. Ich puste und drehe diese komischen Rottierdinger da oben mit. Das könnte echt hinhauen. Komm schon, Spiegel, tu mir was Gutes. Auch wenn es so eine Kleinigkeit ist. Oh, ich kann dabei schon mal gucken, wo das nächste Ding wäre. Da ist eine. Oh. Okay, 2 Sachen. Einmal gucke ich kurz daran, ob das eine Basis ist oder nur ein Artefakt von irgendeinem ehemaligen Angriff. Und dann gucke ich da oben hin, ob das eine kleine Basis ist. Weil eine kleine Basis sollte ich schaffen können. Also wenn sie wirklich erst seit ein paar... Puh! Komm schon, Spiel! Habe ich Überlandleitung dabei? Nein. Okay, das ist mir jetzt auch egal. So, dann sind da halt noch 2 Illyrium drin, die machen die Kuh jetzt auch nicht fett. So, ich werde es irgendwann abbauen, ich weiß, aber jetzt muss mein Trotz das irgendwie rauslassen. So, kaputte Wand bleibt hier, kaputte Wand bleibt hier. Da bei dem Kohlefeld war das, hm? Bisschen weiter südlich, hier irgendwo. Ne, war nur irgendein Angriff von irgendwann mal. Wird also ignoriert. Gut, ich habe keine Türme dabei, also ist das nach oben laufende eigentlich schon sinnlos, um die Basis da zu knacken. Hier wurden alle Türme bereits vernichtet. Also ist das ebenfalls sinnlos, hier was zu klauen, um es mit nach oben zu nehmen. Eine Weile. Gut. Und habe ich langsam genug Stein? Na komm, ich mache eine kurze Bestandsaufnahme. Also kurze Bestandsaufnahme und ich fordere mal reguläre Türme an. Nö, die kann ich mal vielleicht hier selber abholen. Die müssten hier vorne sein. Blueprint.
So, reguläre Türme. Da. Du bist die falsche Art von Turm. Du bist die richtige Art von Turm. Ich konnte nicht mehr was zurücklegen. Die waren instant fertig. Ja, mehr Muni. Mit den Blöcken hier sieht es gut aus. Sehr schön. Oh, Essen, Trinken, Sauerstoff. So. Ernsthaft, Jungs. Können wir das nicht irgendwie als in den Griff bekommen? Na gut. Ich muss meinen kleinen Angriff auf den Außenposten da wohl aufschieben. Und hier weiterbauen. An den Steam Engines. Sonst wird das nichts mit dem Strom. Da habe ich irgendwann einen Totalausfall und das wäre nie so prickelnd. Also forder bitte an. Steam Engines. Forder bitte an. Boiler. Forder bitte an. Was war das noch? Offshore Pumps. So. Dich setze ich schon mal um. Du kommst dann hier irgendwo hin. Da in der Mitte muss hier eh keine Abdeckung sein. So. Ist alles noch verbunden? Ist alles okay? Ja. Haben wir keine Pump? Nö, ich habe bisher nichts bekommen. Oh, was wurde vernichtet? Mist. Da scheint alles okay zu sein. Ah doch, da kommen die Boiler. Sehr gut. Boiler, Boiler, Steam Engine. Und da sind die... Sind die Pumps? Ich glaube schon. Oh, Inventar ist voll. Hier habt ihr Kohle. Da habt ihr rote Kisten. Hier habt ihr Flammenwerfer-Muni. Gut. Gib mir die da. Dahin. So, wie viele haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. So, du brauchst jetzt... Du bräuchtest jetzt eine extra Abspaltung. Das ist doch doof. Also ich müsste hier nochmal einen Splitter machen. Was ich eigentlich gar nicht wollte. Du. Normalerweise habe ich mal alle zwei Eingänge einen davon gehabt. Aber ich brauche unbedingt Messy Matches. Da darf das jetzt nicht an der Optik haben. So, dazwischen rein. Zack. Bis ganz... Oh, warte, ich kann das einfach... Haha, ich mache das dahinter lang. Ups. Ja, Entschuldigung. Da. Bitte zurück ins System. Haben wir überhaupt irgendwo Fuel-Blöcke, die angefordert werden? Glaube nicht. Einfach zurück ins System. So. Dann dich... Dich ein Feld daneben. Und dann euch da außenrum. Da habe ich nicht so ein Gewusel zwischendrin und muss auch nicht irgendwelche Dingses umstellen. So, ich befülle das einfach von hier. Zack. So. Genau. Jetzt euch. Blub, 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 blub. Und... Ja. Da ein. Da ein. Da ein. Und es läuft. Nicht schön, aber es funktioniert. Warte mal. Ich habe gerade eine Idee. Ich muss die Steam Engines nicht immer direkt beim... Oh. Warum schießt da keiner? Ich muss die Steam Engines nicht mehr direkt beim Wasser bauen. Ich muss einfach nur genug Pumpen haben und genug Rohre und dann kann ich es überall bauen. Achso, und dann schießt keiner, weil es so ein Instant-Angriff war. Ein Instant-Angriff, der übrigens mehr Schaden macht inzwischen. Was nicht gut ist. Fließband bitte weiterbauen.
Weil vorher hatte die Bombe es immer nur geschafft, einen Gegenstand genau in der Mitte zu zerstören. Ja, okay, die haben weniger HP als ein Bait. Könnte das auch Zufall gewesen sein. Na, behalte ich mal aber. So, mitkommen. Raus. Die Illyrium-Sachen könnte ich mal umwuseln. Nur hoffen, dass da irgendwie, ne, Blase auf den grünen Fuß kommt. Was ist das hier für ein Fließband? Ein sinnloses. Weg mit sinnlosen Fließbändern. So. Hier ist gar keine Verteidigung am Westen. Ja. Gut, richtig. Oder auch nicht. Bau. Was? Da ist ein... Da war ein Fehler drin. Wenigstens fällt es mir jetzt auf. So, und hier dran bitte orientieren. Das Ding. So. Angriff bei meinem Steinding mal wieder. Ich denke, ich kann das Steinding langsam auch ignorieren. Wir haben inzwischen wie viel Stein? Ist gar nicht so viel, 2600. Aber für das Größte sollte es erstmal reichen. Alternativ könnte ich natürlich auch die Türme da wieder ordentlich aufbauen, dass ich verteidigen kann. Aber komm schon. Hoch. Jo, kommt kein Stein mehr an. Da wird das Gröbste schon kaputt sein. Einfach mal reinhalten. Was? Bist du? Ach, da unten. Du bist ein ganz normaler Ein-Scale-Ling. Das ist ein Biter. Eigentlich müsste ich die Basis jetzt komplett zerstören, aber wenn ich das nicht mache, dann habe ich folgenlange Angriffswarnung, weil irgendein einzelner Hydralist das ganze Ding jetzt zerstören will. Aber ich mache es anders. Ich nehme dich da rein. Ich nehme wenigstens die heilen Mauerstücke hier mit. Ein kleines bisschen zumindest. Und irgendwann... Das war jetzt falsch. Und irgendwann, falls wir wirklich mal richtigen Mangel haben an Steinen, kann ich das Ding hier nochmal neu aufbauen. Und dann auch ordentlich mit Lasertürmen oder so. Aber jetzt gerade, ne, Lasertürme nicht die beste Idee. Strom und so. Komm mit. Die Poles? Ne, nehmen die auch mal mit. Ich hatte mir kurz überlegt, da so eine Lebenslinie nach oben offen zu halten, um halt jederzeit da wieder eine Stromversorgung zu haben. Aber sowas ist schnell aufgebaut. Das muss nicht unbedingt sein. So. Okay. Also, Steine vorzeitig dismantelt. Haben wir Neuigkeiten, was Eisen und Kupfer angeht. Eisen ist bei 13. Wow. Eisen ist bei 13.000. Kupfer ist noch nicht existent. Ich könnte die gesamte Eisenmine, die Flakes davon wegnehmen. Also die Grinder, die hier unten. Und die zu dem Kupfer tun und dann das Kupfererz von da oben verbinden. Dann sollte es passen. Aber das will ich eigentlich nicht. So, du. Ja, nächste Mine ist aus. Ups. Ich baue jetzt trotzdem schon mal die Verbindung von da oben nach unten. Mit dem Kupfererz, weil das nur eine Frage der Zeit ist. Ist jetzt zwar ein bisschen lang, aber gut, lässt sich nicht ändern. Oder hat er schon was angefangen gehabt? Nee, ne? Glaub nicht. Komm, gib mir ein gutes Zeichen, wenigstens was Strom angeht. So, was ist so? 1200 verdammte Solarpanels und die machen nur so ein Pipifax.
100 Kilowatt, das kann ich echt ignorieren. Grinder verbrauchen viel, den ganzen Smelter. Die Radarschüsseln. Das ist echt demotiviert mit den Solar Panels. Das heißt, selbst wenn ich so ein Park hier aufbaue, macht das fast nichts. Wie groß muss ich das Ding? Selbst wenn ich das Ding hier komplett ausbauen würde, würde es nicht die Steam Manager setzen. Okay. Gut, also hier. Du. Wo sollte ich runtergehen? Da irgendwo. Hm? Ja, bei den Türmen. Wenn wir Türme sehen, runter. Es wurde zerstört. Nur ein Ärmchen. Lass den Grinder in Ruhe. Lass den Grinder in Ruhe. Hier runter. Und ich denke, meine Fließbänder sind eh gleich alle. Zwei Türme schießen. Gib mir mal. Also erstmal wieder hier leer machen.